Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia The Forgotten Sands. Ja, wir prügeln uns hier gerade ein bisschen mit dem Ratasch rum. Ich finde das immer noch so einen geilen Namen. Ratasch. Ja, und der lacht ein bisschen Banane. Weil er glaubt, er könnte uns aufhalten. Aber er kennt ja den Prinzen nicht. Zack, und durch. Ja, also das mit dem Wasser ist eigentlich schon sehr clever integriert worden. Ja, komm. Ich verstehe dich nicht, habe ich eben schon gesagt. War da auch was zufällig? Nee, hier ist nichts. Ja. Guck mal, jetzt hättest du die Chance, mich zu töten, aber du machst nichts. Du wartest immer nur, bis ich an vorgegebenen Stellen über den Palast laufe, die du dann zum Einstürzen bringen kannst, ne? Weißt du, guck mal, der könnte jetzt... Ach, egal, komm. Intelligenz von Gegnern, ich verstehe sie nicht. So. Wo geht er hin? Malik, er will das Medaillon. Der Thronsaal ist dort entlang. Ich muss zuerst Malik erreichen. Dann sollten wir das vielleicht versuchen. Obwohl ich den Malik eher lieber zum seinem Tod überlassen würde. So wie der uns behandelt hat, der Mistkerl. Ja, fallen. Juhu. Aber ihr werdet mich diesmal nicht erwischen. Okay, ich halte lieber die Klappe. Au! Oh Mann, ey. Schade, dass ich nicht aufgenommen habe, wie ich diesen Spielstand nachgeholt habe, weil da hättet ihr mich mal spielen sehen sollen. Ja, in was für einem Affenzahn ich hier durchgerannt bin, ohne, also fast ohne von Fallen erwischt zu werden. Aber da musste ich ja auch nicht reden. Da musste ich nur spielen. Aber ihr glaubt mir das sowieso nicht. Aua. Aua. Ja, und auch die Kämpfe liefen einfach ab. Zack. Ach, ich mag die Dicken nicht. Die halten immer so viel aus. Und... Bam. Ruhe. Okidoki. Ja, wie kann man diesen Mechanismus wohl verlangsamen? Läuft da etwa Wasser an der Seite lang? Hm. Meine Güte. Ja, das ist eigentlich auch recht intelligent gemacht. Und auch sehr clever. Ja, ich überlege gerade. Kann es sein? Ah. Ich habe da gerade was gesehen. Kann sein, dass mich das zu einem Sarkophag führt. Ich weiß es nicht, aber ich versuche es einfach mal. Nee. Ja, so schon eher. Weil es geht noch nämlich weiter nach oben, weil da sind diese komischen Steine. Ja, da ist einer. Alles klar. Cool. Da geht's wieder abwärts. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Aber dafür hat sich der Umweg doch gelohnt. So. Das ist das Astrolabium. Malik erwähnt es in einem Brief. Es soll anhand der Sternenbewegung die Zukunft vorhersagen. Die Armee hat es wohl nicht angekündigt. Ja, das sieht jetzt eher aus wie ein Rätselraum, ist es aber nicht. Es ist eher Geschicklichkeit. Das heißt, wieder zum richtigen Zeitpunkt auf irgendwelche Dinger draufspringen. Und Wasser einfrieren. Mal wieder ein Schalter. Was sonst?
Oh, passend. Jetzt bringt mich Malik wegen Verrat und Vandalismus um. Toll, hast es kaputt gemacht. Ich tue einfach so, als war ich es nicht. Nein, war ich nicht. War sicher die Sandarmee. Ja, das ist doch eine gute Erklärung. Ich glaube zwar kaum, dass die Sandarmee so intelligent ist, einen Schalter umzulegen, aber... Was soll's, ne? Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier vorankomme. Weil daran kann ich mich auch nur noch vage erinnern. So. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Jetzt allerdings... Ah, okay. Alles klar, ich nehme alles zurück. Ja, komm weiter nach oben. Stell dich nicht so an. Okay, und rüber. Gut. Und der nächste Schalter. Das erinnert mich auch irgendwie an so einen Raum aus Sense of Time. Da gibt es auch so einen Raum auch mit so komischen Kugeln. Und da muss man auch so Hebel bewegen, damit die sich drehen und in eine richtige Position kommen, damit man zur anderen Seite des Raumes kommt, sozusagen. Genau wie ich das jetzt hier mache. Das war allerdings gerade Bullshit. Das ist, glaube ich, schon besser. Hoffe ich. Nee, doch nicht. Das bringt uns nämlich nirgendwo hin. Und dann nützt uns das sowieso nichts. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Ja, ihr seht auch immer, es klappt sich immer so ein Stück zu, wenn man das dreht. Aber so könnte es da eigentlich klappen, oder? Wenn ich dann... Ne, wie soll ich denn da drauf kommen? Och, Menno. Das ist jetzt aber echt nervig. Drehe ich einfach mal so ein bisschen weiter. Gucken, was sich da so tut. Aha. Cool, jetzt sieht es wieder aus wie vorher. Also hat uns das nicht wirklich was gebracht. Das ist jetzt aber auch ärgerlich. Naja, ich sehe gerade, meine Zeit ist jetzt eh schon wieder vorbei. Und ich sag mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Teil des Let's Play, wo wir dann hoffentlich dieses wahrscheinlich also doch Rätsel lösen werden. Also bis dann. Ciao.